Also irgendwie verstehe ich das Ganze nicht mehr, was unsere Politiker uns zum Neuen halten. Oder auch nicht. Bundesregierung etc. Zuerst das 12. 15. Kassen. Jetzt sind wir wieder beim 19. Schritt für Schritt. Sie denken nicht daran, dass wir alle drauf gehen. Finanziell. Ich vor allem, ich habe so viele Ansuchen gestellt. Bis dato keine Antwort bekommen. Super. Fast unter der Brücke gelandet und trotzdem geschafft. Unglaublich, oder? Nur weil ich gute Freunde habe, die mich unterstützen. Aber das schulden alles der Staat Österreich und das Land Oberösterreich. Und die Stadt Kirchdorf an der Krems, wo ich gelebt habe. Gott sei Dank lebe ich dort nicht mehr. Weil wenn ich 7 Mal keinen Termin bei der Bürgermeisterin dort kriege, dann muss ich mich fragen, ob ich ein bisschen deppert bin oder was, was ich für die alles gemacht habe. Werbung gemacht habe und sonstiges. Allein im Fernsehen. Nie wieder. Ob der Eins, unter der Eins Richtung St. Pölten. Die werden den Vorteil haben, zukünftig von mir, Niederösterreich. Aber in Oberösterreich ist ziemlich gar und saugrand, glaube ich halt.